So, für den Skorpion, was haben wir denn da? Vom 1.11. bis 15.11. für den Skorpion, bitte. Skorpion, erste zwei Novemberwochen. Wow, Ass der Münzen, wuhu, das ist schon mal schön, das sehe ich gerne, lieber Skorpion. Und dann haben wir hier die Strength Card, die Karte des Löwen. So, wir haben hier zwei ganz, ganz tolle Karten, ja, sehr, sehr sonnige, freudvolle und auch Triumphenergie ist hier drinnen. Das Ass der Münzen ist ein großes Geschenk vom Universum und zwar ein materielles Geschenk. Hier kann zu dir kommen Geld, Haus, Auto, großer Gewinn. Etwas kommt zu dir, das du dir sehr, sehr gewünscht hast. Ja, ein Herzenswunsch geht hier in Erfüllung und dieses Geschenk birgt gleichsam einen Neuanfang. Zum Beispiel, wenn du jetzt schon lange das ideale Haus zum Kaufen gesucht hast, dann wirst du jetzt im November das ideale Haus finden. Und was für ein Neuanfang geht damit einher? Ja, ein neues Wohnhaus. Du ziehst vielleicht dort ein, ja, das heißt, eine neue Wohnsituation beginnt vielleicht oder du kriegst einen neuen Job, bei dem du sehr, sehr gut bezahlt wirst, ja, auch hier fängt ein neues Leben an, ein neuer Abschnitt, ja, und das ist eben das Tolle an diesem Geschenk, es ist nicht nur das Geschenk selber, sondern auch der Neuanfang, der hier kommt und wir haben die Stärke, das heißt, du hast bisher sehr viel Resilienz bewiesen, was vielleicht auch der Grund ist, warum du eben durch deine Hartnäckigkeit dorthin gekommen bist, an dem Punkt, wo du das Geschenk kriegst, ja, weil du eben die Hartnäckigkeit und die Stärke bewiesen hast, ja, und die Resilienz und auch dieses nicht aufgeben, ja, egal wie viele Rückschläge sind, egal wie oft du niedergestoßen wurdest, du bist jedes einzelne Mal wieder aufgestanden. Und diese Stehaufmännchen-Mentalität, ja, und auch diese Führungskraft, die du hier übrigens mitbringst, haben dazu geführt, dass du dieses tolle Geschenk vom Universum kriegst, ja, das ist wirklich eine super Kombination, freut mich sehr für dich. Lass ein Like unter dem Video und wir sehen uns. Tschüss!